Oh hey Johnny, was ist denn deine Lieblingsmaske? Fick dich doch. Meine ist Majora's Mask, deswegen spielen wir das Spiel zur Maske. Wir spielen Majora's Mask, liebe Leute. Ja, auf jeden Fall, wir spielen das Remake übrigens auf den 3DS, falls ihr noch nicht eingemerkt habt, weil es sich dadurch auszeichnet, dass es sich ziemlich majestätisch spielt. Hallo Alter, Hund. wir schnappen uns ein paar Kinder. Hunde, übrigens, nicht gut zu sprechen. Hallo? Was? Wo ist der Hund? Ah, da ist er wieder. Der Hund mag Dekus nicht, er ist ein bisschen rassistisch. Kennst du das, wenn das ist ein rassistischer Hund, verstehst du, Johnny? Er versucht uns eiskalt zu ertränken. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrtes Komitee, bitte erteilen Sie Befehl, die Stadt zu evakuieren. Nun. Ihr Feigling, glaubt ihr tatsächlich, dass der Mond auf die Stadt stürzen wird? Diese Panik wurde nur ausgelöst, weil die ganze Stadt an diese lächerliche, grundlose Theorie glaubt. Zieht euch die Soldaten und Kaufleute in diese Katastrophe hinein! Aber ja, das ist so, der Konflikt, der sich bei den Leuten hier überall abspielt. Wir haben zum einen Leute wie sie, die einfach da sind und sagen, oh hey, das ist, das bildet ihr euch nur ein. Wird alles gut, das können den Karneval nicht ausfallen lassen. Wir verdienen unser fucking Geld damit. Wir sind eine Touristenstadt, also wir müssen die Scheiße machen. Es ist wichtig für uns. Dann gibt es auf der anderen Seite die, die sehen, oh hey, fuck, ist euch nicht aufgefallen? Ich trage, ich komme gerade vom Radfahren. Er trägt sogar einen Helm. Sicherheit geht vor. Fucking Gyrosensor. Der macht so auffällig, wenn ich lache. Den Speer hat er dabei, um ihn sich zwischen die Speichen zu schieben. Auf jeden Fall haben wir dann noch die Leute, die es natürlich einsehen und sagen, hey, da stürzt ein beschissener Mond auf uns. Wir sollten vielleicht evakuieren und das wird nicht gut ausgehen. Und dann der Bürgermeister. Hey, Jungs! Das ist nicht der Bürgermeister. Ich weiß. Der Bürgermeister, ich bin zu klein, um ihn zu sehen. Er ist sich unschlüssig, was er von der ganzen Sache halten soll. Wir fünf werden uns irgendwo in der Stadt verstecken und du musst uns finden. Yeah! Davon ist wirklich yeah. nicht. Dummbarts. Yeah. Okay, wir müssen Kinder finden, wir haben nicht allzu viel Zeit. Hey, guter Mann. Der Song kommt mir bekannt vor. Lala. Die Kiste, hast du es gesehen? Ja, da ist doch. Ich frag mich ja, wo das nächste Kind ist. Oh, ich liebe es. Das ist eigentlich an den Wänden überall. Das ist eine Zeichnung. Huh. Könnte sogar vom Horror-Kid sein, der zeichnet gern, habe ich gehört. Oder es ist einfach widerliches Graffiti. Oh! Es macht mich krank! Weg damit! Ih! Oh, geh mir aus den Augen, ich kann nichts erkennen darauf. Aber weißt du, was ich erkennen kann? Das hier ist das Steam-Logo. Ist es wirklich? Ja. Ja, das ist nicht nur so gesagt, das ist ein Easter Egg. Nein, es ist nicht. Hey, Johnny! Ich kann Senusbutter! Oh. Seh nach oben! Versuch doch, das Unabwendbare zu verhindern! Das werden wir. Gott, der hat unser Leben echt zur Hölle gemacht. Oh nein, ich tanze. Gute Musik! Ja. Ich hab zwar Angst, aber... Das ist echt gute Musik. Bereit für den Scheiß. Das ist der Rhythmus, mit dem man mit muss. Mein Herz sagt mir, dieser Tag kommt, an dem wir uns wiedersehen werden. Was das betrifft. Eventuell werde ich in ein tiefes Loch fallen und sterben. Bis zu diesem Tag nimm dies an dich. Er ist mein Rasierer. Du wirst ihn eines Tages brauchen. Klingen auf den Klingen. Ich rasiere mich jetzt. Es so ist nichts Klingen, Besseres als ein dass glattes du nicht mal die Kinn. Klingen auf den Klingen siehst. Okay, versuchen wir es Take on Me-mäßig zu spielen. Alles klar. Es war nah genug dran, ich könnte mir nicht sagen, dass es nicht so klang. Was war das? Achso, das war eine Fee. Wach auf! Du sollst nicht in Erinnerung schwelgen, wir brauchen dich hier und jetzt! Bitte, wenn wir jetzt sterben, Teil. Ich will nur noch ein Lied gleich hören. Noch eine. Und zwar möchte ich. We built a city on rock and roll. We built this city. Na, ich dachte, du flötest das jetzt vor. Kann das aber nicht.
RXA, RXA. So, ich dachte nicht, dass ich so schnell hinbekomme. Jetzt spiel diesen lieblichen Song nach. Da, 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 da. Wie du ausgestiegen bist. Tipp, 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 tipp. Du sollst so mächtig. Nee, warte. Warte, ich habe eine gute Stimme für ihn. Pass auf. Zwei geben ihm einfach die Stimme von. Von Donkey Kong aus. Mario Kart 64. Das ist halt der klischeehafteste Gorilla-Sound überhaupt. Oh. Egal, wir haben noch Luigi. Das ist alles derselbe Sound. Yahoo! Ist kaum Unterschied, würde ich sagen. Here we go! Was ist das? Was ist das jetzt für ein Video? Ich wollte eine Donkey-Stimme hören. Wir bedienen sich an unserem frischen Quellwasser. Quellwasser. Also sie ist Sumpf-Info-Center, finde ich süß. Hier sind überall die Skulpturen unterwegs. Hier gibt es auch verschiedene Räume, wo man überall reingehen kann. Das ist sehr, sehr cool gemacht, wie ich finde. Und wir können wenigstens eine killen, wenn wir schon mal hier sind. Das ist halt echt witzig. Jetzt gerade könnte es Ocarina of Time sein. So vom Look und wie wir hier uns bewegen. Jetzt gerade krieg ich das Gefühl, das ist sehr ähnlich. Aber vorher die ganze Zeit nicht. Was zum Fick? Also das hast du gut gemacht. Halt mich gerade, die Skeletule. Was? Ich mach dein ganzes Herz Schaden pro Berührung. Das ist jetzt nicht gut, dass wir gestorben sind. Ah. Die Spinne macht einen Schaden. Die krabbelt nur rum. Die macht 9 Schaden. Was? Macht mir da so viel Schaden? Das ist ein alter Clip, liebe Leute. Das waren 4. Der Affe macht 4 Schaden. Den Typen habe ich mal persönlich getroffen. Ich nicht. Er hat mich gefragt, wo ich die Cola her habe, die ich in der Hand hielt. Und wo hattest du sie her? Von zu Hause. Gute Geschichte, Johnny. Danke, dass du sie mit uns geteilt hast. Schau dir meine rot angelaufenen Genitalien an! Schau sie dir an! Ich bin aufgeregt! Ich trage keine Hose, so wie Gott mich schuf, mit einem Feigenblatt vor meinen geschwollenen Genitalien! Schau sie dir an! Schau ihr seine Genitalien! Link, schau sie dir an! Ich kann nicht mehr pfeifen. Weißt du, viele Leute sagen, Pfeifen ist wie Fahrradfahren. Dazu sage ich, nein. Pfeifen ist nicht wie Fahrradfahren. Aber manchmal gibt es einfach diese Momente, wo die Lippe so trocken ist, dass man das Gefühl hat, was? Ich schaff's nicht. Es ist mir nicht möglich. Wir sind so trocken. Ich kann's doch mal. Ich hab einen Kumpel, der kann das auch nicht so richtig, aber der macht das dann irgendwie... Mit der Zunge. Was? Ein Kumpel, der macht das dann irgendwie mit der Zunge, weil er nicht so richtig pfeifen kann. Läuft bei dir immer noch so. Ich habe sogar 2 Kumpels, bei denen das so ist. Den einen habe ich bloß seit der Grundschule nicht mehr gesehen. Ein guter Freund von mir habe ich seit der Grundschule nicht mehr gesehen. Ist 12 Jahre her. Ja, wenn ich ihn wiedersehen würde, würde ich nicht sagen, dass das jetzt... dass ich nicht nett mit ihm umgehen würde. Ich würde ihn jetzt, wenn ich die Wahl hätte, ihn umzubringen und nicht, würde ich ihn jetzt nicht umbringen, verstehst du? Ist ein guter Freund von mir. Ich würde ihm Essen ausgeben. Ja, ich nicht. Sofort so. Hey, Jungs! Oh, hallo, Link! Ich mag die Smileys auf den... Siehst du die? Unter und oberhalb der Säulen. Ach so, oh nein! Rasch, Sir Plompo, du! Hast du etwas, worin du mich in den Palast tragen kannst? Gut, dass du fragst, ich hab da was. Findet es? Oh mein Gott, was? Da wär ich ja. Mir sind ihr Make-up zerflossen und du hast es in eine Flasche gefüllt.
Es gibt Leute, die können, das war irgendein Klassenkamerad von mir, früher hatte das auf der Klassenfahrt ganz stolz präsentiert, dass er irgendwie Luft mit dem Hintern einsaugen kann und dann furzen kann. Das war nicht widerlich. Was? Wie soll der was einsaugen mit dem Arsch? Weiß ich nicht, mit Muskeln oder so. Der konnte auf jeden Fall auf Kommando furzen deswegen. Aber die Luft muss doch... Was? Und er lag über einem Kumpel von mir im Hochbett und mein Kumpel darunter hat einfach den Kopf geschüttelt. Voller Enttäuschung. Ich hab noch nie so viel Enttäuschung in seinem Gesicht gesehen wie an diesem Abend. Also, wenn dieser eine Klassenkamerad von früher, wenn der jetzt eine Blockflöte hätte, würde das wahrscheinlich in ungefähr so sein. Er würde sich erstmal vorbereiten. Ein bisschen Luft holen. Und dann. So, wir haben das rote Elixier. Das bedeutet, damit gehen wir zu ihrer Schwester. Achso, jetzt fliegt sie wieder zurück. Ah ja. Ich glaube, ich müsste ihre Schwester jetzt nicht mal mehr das Elixier geben. So was, wir geben ihr nicht das Elixier, wir ziehen es uns selber rein. Oder nehmen wir einen Pilz mit. Wir haben halt echt keinen Bock. Der Maske, kannst du leichte Pilze finden, die in Wäldern wachsen. Finde welche und bring sie her. Klingt gut. Also ist das Einzige, was ich mir sage, wenn ich die Maske trage und ohne Maske? Okay, versuchen wir es einfach. Ich hoffe, er leert jetzt die Flasche nicht einfach aus. Nein. Hast du es gesehen? Das ist der Pilz, den du haben wolltest. Wie gefällt dir das? Die Hexe ging auch so, oh, dieser Vollidiot. Warum hat er es einfach ausgeleert? Auf den Tresen. Auf jetzt den Tresen, Junge. Jetzt riecht alles nach Scheiße. Jetzt ist es unter die Dielen gekrochen. Oh, nicht schon wieder. Die Nachbarn werden sich beschweren. Kumpel, was riecht hier so? Oh nein. Pilzchen finden. Finde welche und bringen sie her. Wie bringe ich hier die? So, jetzt. Ich weiß nicht, was das soll. Johnny, was ist der Plan? Wie sollen wir ihr den Pilz geben können, ohne dass ich ihn wieder über den Boden verschütte? Also, du sprichst sie ohne Maske mal an. So habe ich den ersten verschwendet. Nein. Doch. Du sollst sie ansprechen und nicht, dass die Flasche aktiviert. Das habe ich davor versucht. Die Hoffnung, dass ich zu... Ach, du meinst, ich soll sie ansprechen und dann mit ihr sprechen anklicken? Ja. In dem Kaufmenü. Ja, alte Hexe. Willkommen, meine Tränke wirken gut. Hast du kaum den Trank gegeben? Das ist doch einfach selbst ausgetrunken. Was bist du für ein unnützes Spike? Sieh schon, dass du es beim nächsten Mal bekommst. Du hast keine leere Flasche. Keine. Mann, müssen wir die retten, damit das funktioniert, oder was? Okay, wenn ich noch ein paar von diesen duftenden Pilzen hätte, könnte ich ein neues Elixier brauen. Oh. So. Dabei hätte ich schon einen Spruch vorbereitet, den der Nachbar so es gibt von sich so. Das ist jetzt Nummer 3! Es reicht! 2 Pilze hat die alte hier vergammelt. 3! Es riecht wie bei meiner Schwester unter den Armen! Und sie ist fett! Pass auf. Also, fangen wir an. Bist du bereit, Johnny? Ja, ich bin bereit. Ich bin jetzt der Anführer einer tierischen Band. Oh, kannst du nach hinten gucken? Ich werde mehr Hunde mitnehmen und dann werden wir ein bisschen im Kreis laufen. Ich weiß halt nicht, ob das bei allen klappt. Oh. Okay, uns ist wieder einer gefolgt. Jetzt kann ihm nur einer folgen. Das war jetzt sehr enttäuschend. Ich habe mich ganz gespannt umgedreht, um zu sehen, wie viele da sind. Und dann, das war ein einziger. Oh Gott, das ist wütend. Lauf! Guter Mann! Aber es sind nicht alle so. Oh fuck, wir sterbe. Das für dich gemacht. Ich sterbe! Nein. Ich habe nur noch ein Dreiviertel Herz! Nein! Fuck! Das ist eine Gamecube. Das ist eindeutig eine Gamecube. Ja, der hat... sogar mit dem Gameboy Player und da ist sogar der Anschluss für das Link-Kabel. Siehst du ihn?
da ist sogar, da sind auch die Anschlüsse für die fuck, Memory Cards. Da oben ist ein Controller angeschlossen. Ach, da ist die Rakete sogar! Der Gamecube führt zur Rakete. Warte, ja. Und die Rakete heißt in Pikmin die Dolphin. Ja. Projektname für den Gamecube war Alter. Die Dolphin. Ja. Du fucking Link! Da kommt jetzt eine Biene raus. Okay. Nein, Biene. Sieht aus wie Bibor. Fucking Bibor. Das ist, by the way, das stärkste Pokémon. Das stimmt nicht. Das wäre tatsächlich mit eins der schwächsten. Bibor ist das stärkste Pokémon. Das stimmt. Also wenn du einen Wettkampf hättest, wo es darum geht, was das stärkste Pokémon ist, würde Bibor gewinnen. Oh, es verbleiben 23 Stunden. Nachher, ja, sie sind eigentlich da, damit funktionieren eigentlich als Uhr. Die Steine. Ja, das kenne ich. Steine, die mir sagen, wie spät es ist. Das ist Standard. Wo kommt ihr denn hier aus der Steinzeit? Okay. Okay, ich weiß, wo der Ausgang ist. Wir sehen uns, Stein. Also, wir oben. Verzeih, dass ich von hier oben aus belästige. Aber du hast wunderschöne Beine. Siehst du die Scheiße, Johnny? Also siehst du die Scheiße, draußen. Johnny? Warte kurz. Das ist der Formenstab aus Mario. Wir legen dir einen Formenstab, ich wollte es auch gerade sagen. Lass ihn uns in einen Tempel bringen und den 2000 Jahre später von Mario in Diamond City finden lassen. Sag mir, willst du weitergehen? Schuhu? Wir stärken wohnen in dir, mein Kind. Ich werde mich nun erheben und auf den Schrein zu fliegen. Folge mir. Ich werde mich nun erheben. Ist cool, man. Doch vertraue nicht auf deine Augen. Lass dich von deinen Gefühlen leiten, dann wird sich dir der Weg offenbaren. Du glaubst wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. It's cool, man. It's cool, man. Bist du bereit? So folge mir nach. Juhu. Schuhu? Schuhu? So wie Yomai, nur mit Schuhu. Habe ich immer an dieses Spiel gedacht. Alter, was? Was? Wie kannst du ihn einfach ignorieren? Willst du mich verarschen? Ich wollte sehen, wie du reagierst. Ja, danke. Ich wollte sehen, ob es dir auffällt. Oh Gott, ich bin so schnell unterwegs. Du suchst es ja nicht aus, zu Tokyo Driften. Tokyo Drift suchen dich aus. Ich habe es im Blut. Oh Gott. So ganz so ein Elektromotor. Hey Billy, ich mach jetzt ein Auto nach, okay? Kann ich besser. Ey, ja, jetzt ein Auto nach. Das ist der Motor, der dich anspricht, Johnny. Es gibt so viele fucking Arten, wie Kinder ein Auto nachmachen. Aber hüschisch ist keine davon. Weißt du, was ich gerne hätte? Ein Video von dem Kind, das sagt er, ich bin Auto und die Arme ausstreckt und losrennt. Als wäre es ein Flugzeug. Ich bin Auto! Ich bin mir sicher, Kinder würden sowas machen. Ich würde es unglaublich gerne sehen, ich stelle es mir sehr lustig vor. Oh mein Gott, wieso ist warum sah sie so aus wie so ein fettes Baby? Warum wie ist sie so niedlich? Gott, weil die waren vielleicht süß. So ein Pausbäckchen. Geruht in Zeit. Bam. Oh, ist das mies. Schau ihn dir an. Er sieht aus wie ein Mädchen. Hi, ich bin mit Bart. Ich will kurz eine Sache anmerken, die ich unglaublich fantastisch finde an seinem Design. Erkennst du sie, Johnny? Nö.
Er ist übersät mit Muttermalen, weil er so alt ist. Ja, du hast recht. Altersflecken. Ja! In dem Fall aber sind es wahrscheinlich irgendwelche Steinkrankheiten oder Pilze oder so. Steinkrankheiten. Lausche dem Klang meiner Trommel. Zum Glück habe ich meine Bongo-Trommel immer dabei. Oh, nice! Jetzt geht's los, Alter! Man weiß nie, ich kenne doch diese Melodie. Uch! Lass dich noch einmal spielen. Okay, pass auf. Gleich hab ich's. Es hat keinen Sinn. Ich kann mich nur an den Anfang erinnern. Ich werde dir nur den Anfang beibringen. Alter, jetzt. Alter! Hey, ich bin's. Kleinen. Euer guter alter Kumpel und Held. Euer Will. Du kannst so bleiben? Was ist mit dem Gesicht? Warte, das Gesicht müssen wir gleich sehen. Herr Busfahrer. Ich finde ja auch den Körper super, wie er aussieht. Warte mal. Hey Link, alles gut? Ja, läuft bei mir. Alles okay. Ich finde es auch super, wie der Körper so von der Seite aussieht. Seine Beine. Ja, wie er zusammengerollt ist. Schönes Klößchen. Marge hat blaue Haare und eine rote Kette. Und ein grünes Kleid. Ja, gut. Und schau mal, aus welchen drei Farben das Outfit von Link besteht. Er hat rote Handschuhe, eine grüne Mütze und eine blaue Perlenkette. Wollen wir das jetzt wirklich so ganz genau nehmen? Damani ist also von Marge inspiriert, würdest du sagen? Ich würde sagen, nicht nur inspiriert, ich würde sagen, Damani ist ein Marge-Rip-Off. Ja, ich auch. Ist auch ziemlich eindeutig tatsächlich. Mein Corona, ich kann Marge-Stimme nicht. Zelda ist generell sehr mit den Simpsons zu vergleichen. Ja, wir haben zum Beispiel den kleinen Jungen mit der Steinschleuder. Soll ich dir eine Geschichte erzählen? Ja. Okay, pass auf. Du hast ja erzählt, dass du in letzter Zeit Fan von Kakao bist. Ich habe heute tatsächlich Kakao gekauft und zwei Tüten Milch. Es gibt ja verschiedene Kakaomarken. Ich habe überlegt, ob ich Nestlé kaufen soll. Dann gab es noch Kaba da. Die gute alte Kaba. Und wisst ihr, was bei Kaba? Ja. Kaba hatte früher mal so einen komischen Comic, wo so ein Typ in so eine Welt eintaucht. Ja, aber weißt du, was der Werbespruch von Kaba ist, beziehungsweise das Motto darunter? Irgendwie wow oder sowas. Nein, nein, nein. Das Plantagengetränk. Wenn ich höre das Plantagengetränk, dann habe ich nicht das Gefühl, als ob das, als ob die Leute da gerecht behandelt werden. Kaba ist eine Marke für Instant-Kakao-Getränke. Das kann ich bestätigen. In Deutschland wird es unter dem Slogan der Plantagentrank vertrieben. Trank. Nicht mal Getränk, sondern der Plantagentrank. Ich entschuldige mich bei der Kaba Company, dass ich euren Werbeslogan falsch wiedergegeben habe. Jedes Tier, das lebt, ist darauf ausgelegt, dass eine der höchsten Prioritäten, die wir haben, seit wir geboren wurden, ist es, dass wir essen, um nicht zu sterben. Und wir widersetzen uns dagegen und sagen, nein, dieser eine Urinstinkt von mir, nö, 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 nö. Meine Bequemlichkeit ist mir wichtiger als das. Also Kartoffelbrei, damit kannst du mich ja jagen. Ich würde lieber sterben, als dass ich das esse. Fairerweise muss man dazu anmerken, dass ich sehr gerne sterben würde. Fairerweise muss man dazu sagen, ich liebe Kartoffelbrei. Ich würde also ganz und gar nicht sterben, um keinen Kartoffelbrei zu essen. Eher andersrum, ich würde sterben, um welchen zu essen. Mama. Nein! Oh! Der Trickshot! Mir gefällt dieser degenerierte Typ. Sag, was ist denn los mit dir? Guck ihn dir an. Er spiegelt perfekt wider, wie ich mich in einem Club verhalten würde. Jetzt passt es ganz gut. Ich bin generell kein Fan von Aussagen von wegen, das trifft zu 100% zu. Außer bei sowas wie... Oh, in diesen niedlichen Bildern von Hunden wirst du dich zu 100% wiedererkennen. Und dann siehst du es und denkst du dir, der Lübel pinkelt in das Bett seiner Mutter. Genau wie ich. Der ist ja wie ich. Da werde ich ja richtig nostalgisch.
Der Uringeruch steigt mir förmlich in die Nase. Moment, ich hab mich eingepinkelt. Oh, guten Abend! Also, es ist ziemlich cool, was sie da für ein beschissenes Lenkrad hat mit ihrem Wagen. Siehst du, sie hat sogar so einen richtigen Stuhl aus Holz, so einen Sitz. Und rechts hat sie da eine Handbremse. Ich merke das im Hintergrund, dass sie da, wo eigentlich die Getränke überstehen, sie haben hier einfach Milchtüten. Und hier ein riesiger Kanister voll mit Milch. Die sind so krass. Wo soll das bitte herkommen? Diese beschissenen Milchtüten. Kippen die oben in so einen riesigen Trichter einfach die ganze Zeit Milch rein? Ja, ich weiß auch nicht, wie lange die darin hält. Das ist aber habig, oder? Oh, ist da jemand? Ja, bitte. Oh, hilf mir. Ans Ufer. Okay, Cowboy. Ganz easy. Boah, sonst. Das finde ich so cool. So, pass auf. Und jetzt müssen wir Aktion und dann... auf der Wasserfall erinnert mich ein bisschen an Twilight Princess, wo es auch einen gewaltigen Wasserfall gibt, den man nach oben kommen muss. Auf jeden Fall, um hier hochzukommen, brauchen wir ein gewisses Werkzeug, welches wir aktuell nicht haben. Ups. Ich mute. Okay. Das ist relativ doof. Ich wollte ihm nicht gerade was von dem Werkzeug erzählen, aber... Was ja nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Aber wisst ihr, was wirklich heiß ist? Ich bin ja trotzdem noch hier. Ich mut mich bloß, wenn ich niesen muss. Okay, aber wisst ihr, was wirklich heiß ist? Der Preis. Ja. Also, du bist doch Mikao. Viel Glück für die Proben. Ich freue mich schon auf eure Proben. Guter Satz. Keine Wiederholung. Ja. Viel Glück mit deinen Proben, ich freue mich auf deine Proben. Hey, du bist doch Mika, oder? Du spielst doch Musik, ich stehe auf Musik. Viel Spaß noch beim Musik machen. Schau dir den Lümmel an. Oh, ich liebe es. Das Schlagzeug. Das sind Kugelfische. Das war ziemlich knapp. Beinahe hättest du das Tor in den Hinterkopf bekommen. Das ist okay. Ich habe öfter mal was auf die Schädeldecke bekommen. Erhöht das Denkvermögen. Dann hatten sie im Bibelcamp also doch recht. Was? Der Zaunfall auf der Schädeldecke hilft beim Denken. Verstehe keine dieser Anspielungen. Ich auch nicht, ist keine Anspielung. Okay, gut. Ich stelle mir nur vor, dass wenn man jemanden direkt von oben auf den Kopf haut, dass das, ich hoffe, den Hinterkopf ist noch weniger optimal wahrscheinlich, aber trotzdem. Ja, oder mit den glatten Flächen von der Hand direkt auf beide Ohren. Oh Mann, wollen wir ein Trommelfell platzen lassen? Das ist aber nützlich zu wissen, dass das geht. Das ist ja voll die gute Selbstverteidigungsmethode. Ich könnte ihn auch einfach in den Kehlkopf boxen. Mach das nicht, liebe Kinder. Nee, macht nicht. Oh, shit. Auch einfach beide Finger in die Nase stecken und drücken. Das ist übrigens wirklich nicht ganz so schlimm wie die beiden anderen Sachen. Das dachte ich mir fast. Ich war mal auf dem Spielplatz und dann kam so ein Kind zu mir. Also ich habe so ein bisschen auf die aufgepasst. Und dann kam ein Kind zu mir rüber und war in Tränen aufgelöst und meinte nur so, Nina hat zu mir Popo gesagt. Würdest du gern Menschen essen? Ob ich gerne einen Menschen essen würde? Ja. Ich würde mal probieren. Welchen Teil? Ich bin offen für alles. Ja. Oh. Dann bekommst du den Schließmuskel. Ach. Das ist ja... Mensch, das ist ja ganz kann schön kann man ja zäh. Gar nicht kauen. Das ist ja so knorpelig, so... Ich komm da gar nicht durch. Ja, einfach nur ein runder Knorpel. Oder man kriegt so eine Ohrmuschel. Ich hatte für relativ lange Zeit Schwamm. Immer den gleichen Schwamm. Und wusstest du, dass Küchenschwämme mit der Zeit... dass die Stabilität, die sie eigentlich an den Tag legen sollte, dass die mit der Zeit nicht mehr gegeben ist, dann sind sie nur noch so ein komischer, sind sie nur noch so ein gelber, trauriger Haufen, mehr oder weniger. Die werden nicht, die gehen nicht mehr richtig auf. Es ist wie ein Soufflé, das zusammengefallen ist. So, du weißt, wie es aussehen sollte, aber es ist irgendwie, ist es nicht mehr ganz der alte. Das beschreibt so ziemlich genau, was mit SpongeBob passiert ist in den letzten Jahren. Er wurde einfach zu lange benutzt und im Endeffekt war nur noch ein trauriger gelber Haufen Scheiß. Was ist in der Suppe? Ist das wieder so ein Topf, wo du dich drin verbrennst? Oh, und Einmachgläser!
Da ist ja die rote Beete. Und die sauren Gurken. Meine Favoriten. Nimm direkt mal ein Glas mit. Warte, ich muss Platz in meinem Glas machen. Ich würde mir gern einen Schlag von der roten Beete mitnehmen. Und da ist ja auch Senusbutter. Kennst du diese komischen eingelegten Mini-Maiskolben? Alter, das ist der heiße Scheiß. Die sind, ich weiß nicht, was das soll, aber die waren schon immer ziemlich faszinierend für mich. Ja, man fühlt sich wie ein Riese, wenn man die isst. Ich weiß nicht mal genau, was. Ja, so wie wenn man Brokkoli isst und sich vorstellt, man wäre ein Dinosaurier, der gerade einen Baum vertilgt. Das habe ich nie gemacht, das klingt ziemlich bescheuert. Das habe ich gemacht. Danke. Ich habe mich auch bescheuert gefühlt und ich war stolz. Das klingt, man merkt ein bisschen, dass du da als Kind emotionale Probleme hattest. Schildkröten mit Inseln auf dem Rücken, das gibt's auch öfter. Johnny, der heißt noch mal der Typ, der Cthulhu erfunden hat. Yo ho, der Buddel voll rum. Wir dagegen, kein Problem. Hier kommt die Superschildkröte. Ja, wir sind drin. War da was? Ein Lüftchen? Es ist hoffnungslos. Es hat keinen Sinn, der Mond rückt näher. Eine Minute, also, oh shit. Alter. Mir gefällt nicht, was ich hier sehe. Also mir schon. Was hast du eigentlich gerade zum Trinken da, Joni? Ich hab nichts da, ich hab's vergessen. Was? Ich hab Vanilla Coke. Was? Aber das ist doch eine YouTuberin. Was? Gibt's nicht irgendeine YouTuberin, die mal Vanille Cola hieß? Das ist mein Getränk, was willst du mir eigentlich gerade weiß machen? Du trinkst ein Mädchen. Dazu muss lustig sein. Man kann sie psychisch einfach so fertig machen. Ja, und sie kann nichts dagegen machen. Und sie dann auch absichtlich Geschichten von guten Eltern hören lassen. Ja. Habt ihr schon vor das von Mama Bär gehört? Sie lässt ihre Kinder Honig essen. Aber nicht für dich. Ja. Dann das Gegenteil davon machen. Manche Kinder gehen in den Sommerferien nach Disneyland. Ja! Wir nicht. Man nennt mich auch den ultimativen Stecher. Das halte ich in sehr vielen Hinsichten für ein Gerücht. Ich glaube auch, beim Spargelstechen würde man nicht sagen, oh shit, das ist der Johnny's ultimative Stecher, würde sagen, Weil letztes Mal ist er nach 20 Minuten ohnmächtig geworden und seine Haut wurde ganz rot. Ich glaube, er verträgt die Sonne nicht so. Ich bin nicht so blass, dass ich irgendwie Sonnen... Ich sag ja euch, dass du so blass bist. Ich sag nur, dass... Sonnenkrankheit hab oder so. Dass mich mit deiner Brille nicht wundern würde, dass wenn du 20 Minuten in der Sonne bist, dass du dann ohnmächtig umfällst. Das hat mit meiner scheiß Brille zu tun. Ich weiß nicht, symbolisiert dich gerade Stärke oder Anmut oder Intelligenz. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich sehe sogar mehr Menschen mit Brille als ohne heutzutage. Insofern weiß ich nicht, was du da für alte Ansichten hast, aber ich vertrete sie nicht. Das sind keine alten Ansichten, das ist die einzig wahre Wahrheit. Ich gehöre zu den... Ich lass mich nicht länger unterdrücken von solchen Nicht-Brillenträgern wie dir. Und ich lass mich von solchen Sehbehinderten auch nicht mehr weiter herumschubsen. Kennst du das, wenn man die Tatsache, dass jemand eine Brille trägt, sehr wirklich, wirklich hart klingen lässt, wenn man es anspricht? Von Sehbehinderten wie dir lass ich mir nichts sagen. Ich lasse das gar nicht an mich ran. Oh, was willst du jetzt machen? Beschlägt etwa deine Brille? Nein, das passiert in meinen... Ich habe eine Tränendrüsenüberfunktion. Zeig mir deine ärztliche Bescheinigung. Hier! Oh. Oh, tatsächlich, ich hatte keine Ahnung, es tut mir leid. Nach dem Spargelessen riecht der Urin manchmal nach Spargel. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Das erzählt man sich immer, aber tatsächlich esse ich nicht Spargel. Wir haben bei unserer Familie nie wirklich allzu viel Spargel gegessen und das ist jetzt tatsächlich, seit ich alleine lebe, ist mir auch nicht im Gang der Gedanke kommt, dass ich mir dachte, oh Mensch, jetzt ein bisschen Spargel mitnehmen. Ist auch ein bisschen aufwendig. Du bist halt nicht wirklich in, also so schätze ich dich zumindest nicht ein, dass du dir so richtige Gerichte ständig selber kochst. So richtig mit Spargel schälen und kochen. Und Kartoffeln aufsetzen und eine Soße Hollandaise. Ich habe vor kurzem Glas Essiggurken gekauft und dann habe ich die auf der Couch gegessen. Das ist so ein Höhepunkt der kulinarischen Erlebnisse, die du dir gönnst. Man muss sehen, wovon bleibt. Während andere Leute sich die Soße Hollandaise selber machen. Ich greife in das Gurkenglas wie in eine Chipstüte. Es ist die Garo-Maske! Der umherirrende Geist des Ninja-Meisters von Ikana wohnt in dieser Maske. Was? Und als nächstes habe ich schon angemerkt, dass wir in den Ikana-Canyon gehen. Glaubst du an Gott? Unexpected Plot Twist. Ich konnte Captain Baloo ehrlich gesagt nie wirklich ausstehen. Ja, weil es so fucking langweilig war, dass nie was passiert und ich fand die Charaktere alle so entsetzlich unsympathisch. Ich wollte ja sagen unattraktiv, aber bei Captain Baloo. Hast du den Bauch gesehen? Jerusalem! Diese ganz verdammte Musik, ich will in Ruhe trinken. Oh, Alter, der stemmt seine Hand in die Hüfte. Dieser fette Corona, ich will meine Milch trinken. Wenn diese fette Corona vielleicht einfach mal diese Bar verlassen würden. Sowas wie ihr wollen wir hier nicht sehen. Was wie euch. Platsch, platsch! Das ist wohl das Fett von dem Goronen, was ich da höre. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Wo ist der Gorone hin? Jetzt ist da ja ein Zora. Naja, platsch, platsch, zurück in dein Gewässer. Hey, du fetter Gorone, platsch, platsch. Und er ist so, ja. Und er so, Homie. Homie. Corona-Bongo. Fuck, ich will zuerst, bevor ich was anderes mache, will ich unglaublich gerne den blauen Haufen Scheiße mitnehmen. Ich habe das Gefühl, das wird doch nix. Oh Gott, ansonsten ein Problem für mich noch sein könnte. Du hast meinen Respekt verdient. Danke. Das war der perfekte Versuch. Auf der Straße habe ich auch den Respekt der Leute verdient. Ich sage immer, oh shit, MOP. Und das sagen sie, weil ich ja bekannt dafür bin, mir öfter in die Hose zu machen. Oh shit, M, O, P. I. Er pinkelt. Oh shit. Das, was die Schnecke zum Kriechen benutzt, ist der Fuß. Ich mochte ja als Kind aus Schnecken mehr als Nacktschnecken. Ja, ich auch. Ich dachte mal, Nacktschnecken könnten auch Hausschnecken werden, wenn sie nur die richtige Schale finden würden. Ja, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht... Es wirft jetzt kein gutes Licht auf Bayern, nein, wo ich aufgewachsen bin, aber ich habe immer gesehen, dass sie eine andere Hautfarbe haben. Ich dachte mir, jemand, der so eine dunkle Haut hat, kann kein Haus haben. Wie konnte ich so doof sein, du hast recht. Schau dir Limbert. La 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 la. Ich würde nie masturbieren, Frau Oberin. La 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 la. Klack, 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 klack. Der klappert einfach vor sich hin. Ich stelle mir gerade die Frage, Johnny, glaubst du, da läuft, der hat da so eine Art Fernsehprogramm? Hallo, liebe Mordor-Kinder. Oh, wusstet ihr, dass Shadow of Mordor ein ziemlich fantastisches Spiel ist? Was auch immer läuft ein Video. Hey, das ist die Romani Ranch und da. Das sind Kremio und Romani. Und da ist ein UFO. Fuck, was? Da ist ein UFO! Einfach ein UFO! Ich stelle mir eine gewisse Frage. Nachdem ich das UFO-Bild gesehen habe. Und zwar stelle ich mir die Frage. Was? Shit! Mann, das war ja gut. Hallo Gipto, möchtest du einen Fisch? Nee, ich glaube, die wollen tatsächlich keinen.
Gib mir etwas Schuppiges, Glitschiges, doch der wilde Fisch. Warum ist Fully in den fucking Aufnahme-Channel gejoint? Rechtfertige dich! Hä? Ich dachte, Johnny meinte damit, ich soll jetzt kommen. Ich hab gefragt, wann du Zeit hast. Also, ihr seid am Aufnehmen? Ja. Ja. Warum erwähnst du sowas nicht, Johnny? Ich dachte, das war da auch... Ich bin wieder weg, sorry. Sorry, ich bin raus. Ich hab halt die Hände frei, während Morgi spielt. Ich merke das schon, du machst jetzt ja wieder aus mit dem Schlümmel. Ich hatte keine Ahnung. So, ich bin raus, tschüss. Komm rein, Fuschi, bis gleich. Okay, wir haben das soweit. Ich habe keine Ahnung, was ihr abgemacht habt. Okay, aber das haben wir so euch geschafft. Nicht. Er wollte das Getränk haben. Ich habe ihn gefragt, wann er Zeit hat. Und dann ist er hier reingekommen. Scarlet. Alter, das ist nicht wahr. Was ist gerade wirklich passiert? Dieser Clan der Raven ist halt ernsthaft. Was, wir sind raus? Ja, ich bin wieder runtergefallen. Was soll das denn? Ich hasse diese Raben. Lauf, Link. Lauf mit der Scheiße. Ja, ich muss jetzt... Nein! Nein! Das Dach sieht aus wie Hackfleisch oder so. Das ist kein Dach, das ist doch Hack. Oder Streichteewurst. Nein! Warum? Das gibt es nicht. Ich würde gerne... Rabe. Nein! Hast du es gerade gesehen? Oder zumindest ist er Hast auch Hast du es gerade gesehen? Nein. Ich bin rübergeflogen. Ich wollte gerade landen und dann war der Rabe. Er hat mich angegriffen und dann bin ich runtergefallen. Schatten. Oh, siehst du das? Das ist Licht. Ziemlich cool. Nein, das war überhaupt nicht cool eigentlich. Er hat einfach nur eine Stein zur Seite geschoben. Ich weiß gar nicht, was ja, das bringt. Ja, aber vor allem mit einem ziemlichen Tempo. Der Stein ist einfach so, wii, und da war er weg. Ja, und mal... Diese... Was soll das denn? Scheiß Raben. Oh, der Lümmel kommt. So, pass auf, jetzt will ich eine Sache machen, welche interessant werden könnte. So, und zwar bekommt man hier einen Bonusdialog, wenn man diese Maske aufhat. Du wirst ja gleich sehen, wo man den Bonusdialog damit bekommt. Nein, werde ich nicht. Ich werde jetzt gehen. Nein, ich gehe jetzt. Das wirst du mir nicht zeigen. Das will ich. Mal, weißt du, manche Dinge will man gar nicht sehen. Weißt du, manche Dinge will ich auch noch, wenn ich das Spiel eines Tages selber durchspiele, erleben. Das ist jetzt wirklich, das ist der Punkt, an dem du mich zu sehr gespoilert hast. Du kannst das Projekt jetzt alleine beenden. Okay, Leute. Ich habe Johnny verloren. Ah, Mario, Luigi, Mario, Waluigi. Warum fängst du an, einfach solche Charaktere aufzuziehen? Kennst du nicht das 3D-Finale von Ricky? Oder das Reaction-Video von Wollo dazu? Und zwar, da gab es folgende Situation. Doch, kenne ich, aber das weiß ich nicht mehr. Ja, da war die eine Stelle. Ricky hat halt irgendwie gespielt und dann hat er die ganze Zeit verkackt. ich fand das so scheiße. Also, ich habe die Reaction von Wollo gesehen. Er hat da so ein Video zugemacht. Und dann an einer Stelle, er ist halt gestorben und immer an der gleichen Stelle. Und dann auf einmal hat er angefangen. Mario, Luigi, Wario, war Luigi. Er hat sie einfach aufgezählt. Ich wollte mich halt wirklich jetzt mindestens 5 Minuten ruhig verhalten. Aber das fand ich einfach zu lustig. Jetzt steckt doch die Zunge raus. Der macht doch Werbung für Chupa Chups. Ist die blau? Geschmack. Ist die blau? Ja, die ist blau. Ist die blau? Ja, sie ist blau. Dein Lolli ist doch auch blau. Nein, ist grün. Warum ist deine Zunge dann blau? Ich hab Tinte gegessen. Ich seh Statuen Popo. Das ist einfach nur zwei etwas merkwürdige Backen. Ja. Hast du mal überlegt, was ist ein Flitzebogen? Warum sagt man nicht Bogen? Bekannter von mir soll anscheinend, also das sagen zumindest seine Eltern, dass er weiß, was ein Tüdelband ist, das glaube ich. Zu Weihnachten einen Flitzebogen bekommen haben und gesagt haben, jetzt fängt mein Leben erst an. So, als kleiner Junge. Jetzt fängt das Leben endlich an. Man könnte sagen, er war gespannt mit Flitzebogen. Jetzt kann ich Pfeile gegen meine Zimmertür schießen. Mir wurde mein ganzes Leben lang, wenn es zum Beispiel geschneit oder geregnet hat,
oder irgendwelche Blütenblätter, was weiß ich, irgendwas, was von oben herunterkommt. Wenn mir das ins Auge geflogen ist, haben immer alle gesagt, aber du hast doch eine Brille auf. Ja, weil aus dem Winkel von oben ist sie auf jeden Fall da im Weg. Ihr habt das richtig erkannt. Meine Brille bildet ein Vakuum um meine Augen herum. Da kann nichts eindringen. Das ist gut, dass ihr es erkannt habt. Jemand schiebt mich zur Seite. Du kleiner Schlingel, willst du mich bitte in Ruhe lassen? Au! Ja, der ist ja aggressiv. Nein, lass mich in Ruhe. Die perfekte Bezeichnung. Du kleiner Schlingel. Bist du sicher, dass du nicht fliehen willst? Ich befürchte, diese Stadt ist im Untergang geweiht. Seht doch den Boot an. Er ist so riesenhaft geworden. Wie bei der Taille. Weißt du, welches Sternzeichen sie hat? Waage. Fettes Stück. Es ist einfach nicht mal mehr ein Witz. Es ist einfach nur gemein. Ja, das ist kein Ort für jemanden, der so voller Leben ist wie du. Hey, 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 hey. Fuck, was war das nochmal, was war das Lied hier, was man vorspielen soll? Geronisches Schlummerlied, das Geronlied, ja, ja. das Sora-Lied, das wird schon, das muss das doch eigentlich gewesen sein, oder? Mal schauen. Ich will nämlich wissen, was er sagt, nachdem man das ein Lied bei ihm gespielt hat. Naja, das war's nicht. Das war's überhaupt nicht. Was ist denn jetzt los? Da steht jetzt der böse Lümmel rum. Ach ja, stimmt, ja, klar. Hey, Link. Was war? Aber es war Lümmel des Sturms. Ja. Nein, ich kenne dieses Lied. Und das soll jetzt bedeuten, er hat sich damit abgefunden. Ich dachte, er sagt noch mehr dazu. Naja, die Sache war... Ben Drought! So ist das also alles passiert. Oh, wir haben ihn einfach dahingestellt. Und wir haben ihn sauber ertränkt. Ich werde fliehen. Das ist ein Befehl der Poststellenleiterin. Nun bin ich frei. Ich werde mir meinen eigenen Zeitplan machen. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Da, nimm sie. Du wirst sie mit des Postboten erhalten. Dieser ehrwürdige Hut erlaubt es dir, jeden Briefkasten zu öffnen. Oh, Junge. Oh, shit. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Keine Ahnung. Das klingt aber ziemlich postgeheimnisbrecherisch. Boah, da rennt er los. Niemand hält ihn jetzt mehr auf. Drücke A, um anzufangen. Warte 10 Sekunden ab. Genau dann, wenn du glaubst, die 10 Sekunden wären um, drücke nochmal A. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das war ziemlich gut. Alter! Hast du es jemals geschafft? Ja, aber also, fuck, das war ziemlich gut. Ich meine mit 0,00. Du kleiner Splasher, du hast doch auf die Aufnahme geguckt. Was ich dir eigentlich noch zeigen wollte, wenn man die Haarsohle aufsetzt, dann sieht man den Timer die ganze Zeit über. Ich dachte, ich kann es dir zeigen, weil ich mir sicher war, dass ich es verkacken werde. Aber Majora's Mask ist erwacht. Majora's Mask. Das ist ja ekelhaft. Es ist das fliegende Spaghetti. Es ist das fliegende Spaghetti. Oh, ich hab's erwischt, die Rückseite. Spaghetti! Schaltet es aus. Oh Gott! Ich hör die Scheiße an. Dieser Bosskampf ist einfach. Er ist halt einfach so Majora's Mask. Soll ich dir ein Geheimnis anvertrauen, Johnny? Ist es irgendwas Lames? Nein, wir haben noch die Maske der grimmigen Gottheit. Und jetzt werden wir einfach. Zauern wir einfach mit dem Schwert drauf. Hey, okay, Majora's Mask, fick dich. Cool, bin ich mit einverstanden, war sehr effektiv. Aber wie gesagt, ich wollte den Kampf noch regulär ein bisschen zeigen. Jetzt kommt Phase 2. Hallo. Jetzt tanzt sie los, pass auf. I wanna know, will you be my Link? Wow, wow. Ich bin Alter. Grimmige Gottheit. Der Raum verändert sich. Gott, du bist so fucking... Du bist so OP. Jetzt machst du die zwei Peitschen, Majora's Magier. Hey, Majora! Willst du wissen, wer grimmig ist? Schicke Augennippel! Nippeltwist. Au, nicht meine Augen. Ich glaube, wir haben den Kampf überstanden.
Wir haben Joyce Mars durchgespielt. Dann vielen Dank an alle Zuschauer fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ja, genau. Wir sehen uns.